Ein nobler Besucher. Da stand doch gerade Kenji. Wo ist Kenji denn? Und da will sowieso noch jemand mit mir reden. Hallo? In das Lager am Nagata-See braucht ihr nicht gehen. Von Mongolen geplündert. Hat jemand überlebt? Oh ja. Unser Mönch bot sich als Pfand und rettete uns so. Doch ohne sein Geschick sind wir ohnehin verloren. Falls er noch lebt, bringe ich ihn zu euch zurück. Das wäre es wert. Karte aktualisiert. Was haben wir denn da Schönes? Wo? Da unten. Ein schwerwiegender Verlust. Niederer Fernkampf-Talisman und Leinen. Und die Legende wird ein wenig verbessert. Aber erstmal müssen wir zu Fune. Ups. Da haben die Mongolen ein Wörtchen mitzureden. Okay, ich bin einfach durchgerannt. Das ist nicht mal Fune. Das ist irgendwer. Der will auch mit mir reden. Das Schiff kam aus dem Nichts, schoss einen gewaltigen, brennenden Pfeilhagel auf uns ab. Unser Zuhause, alles ist weg. Das tut mir leid. Wo ist das passiert? Auf halbem Weg an der Westküste. Seid vorsichtig. Die Schweine erschießen jeden, den sie sehen. Passt auf euch auf. Ich werde tun, was ich kann. Das klingt auf jeden Fall sehr gefährlich. Hier vorne. Unruhige Gewässer. Da oben ist Fune. Nice Abkürzung. Sie senkt sich auch nur so. Will er jemanden beeindrucken? Hat er... Ah, Jin hat sie mich genannt. Aber das weiß sie ja auch schon. Sie weiß nur nicht, dass wir Jin Sakai sind. Sie denkt, wir sind Jin aus Yarikawa. Das kann sie meinetwegen auch weiterdenken. Ich kann es kaum glauben, dass ich das jetzt sage, aber gute Arbeit mit dem Kriegsschiff. Ist das ein Danke? Treib's nicht so weit. Meine Schiffe können endlich die Bucht verlassen. Wenn ihr ein Schiff zurück nach Tsushima nehmen wollt, nehme ich es euch nicht übel. Es dauert nur noch Tage, bis alle auf Iki der Medizin des Adlers zum Opfer fallen. Oder ihrer Armee beitreten. Und wenn Iki fällt, ist meine Heimat dran. In Ordnung, Jin aus Yarikawa. Bleibt hier und helft uns, die Flügel des Adlers zu stutzen. Sie verließ vor Sakai vor Stunden. Meine Speer sahen sie mit dem Haupttrupp losziehen. Sie muss etwas vorhaben. Wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Sie verwischt ihre Spuren gut. Aber ihre Festung ist ohne Schutz. Wenn ihr Haupttrupp weg ist, ist das unsere Chance, vor Sakai mit wenig Gegenwehr einzunehmen. Sogar mit weniger Wachen wird das nicht einfach. Das ist ein Gefangenenlager. Die Gefangenen werden gefoltert und müssen das Gift dieser Hexe trinken, bis sie dem Adler ihre Treue schwören. Ich weiß. Ich bin von dort entkommen. Einige meiner besten Männer sind dort gefangen. Befreit sie und sie helfen euch mit dem Fort. Dann habe ich endlich genug Truppen, um den Adler anzugreifen. Sagt euren Männern, sie sollen hier die Verteidigung stärken. Wenn das klappt, wird der Adler sehr wütend. Das will ich hoffen. Klingt gut. Also nehmen wir jetzt schon vor Sakai ein. Blitze inmitten des Sturms. Ich meine, klar, die Hauptquest kann hier nicht so ewig lang sein. Ich habe mir sagen lassen, der DLC ist ungefähr, also nur so ganz circa bei 10 Stunden Spielzeit. Und davon wird ein großer Teil natürlich auch das ganze Nebenzeug sein. Beziehungsweise die Erkundung, auf die ja auch noch einiges fällt. Dementsprechend, ja, war das schon irgendwo klar. Also nach Fort Sakai haben wir wahrscheinlich noch eine oder zwei Hauptquests und dann dürften wir den Adler auch erledigt haben. Holen wir uns vor Sakai zurück. Was haben wir hier? Er hätte gar nicht hier sein sollen! Watakatapa?
Armin. Er war immer tapfer. Er war stets tapfer. Ja. Schade nur, dass wir nichts tun konnten. Wir haben es einfach verkackt. Vor Sakai. Es ist wahrscheinlich nicht besonders einfach einzunehmen, das Ding hier. Selbst wenn der Haupttrupp weg ist. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir gehen die völlig falsche Richtung. Gehen wir auch. Aber vielleicht können wir ja einmal rumgehen. Das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht können wir auch hier hoch. Na komm. Na los, komm. Ja, ich drück doch. Mann ey, warum macht er das denn manchmal nicht? Ich hab die ganze Zeit die Taste gedrückt, die hat nichts gemacht. So, ich hoffe, wir kommen dahin, wo wir hin wollen. Befreie die Gefangenen außerhalb des Forts. Außerhalb. Wo führt das überhaupt hin? Ich meine, es geht ja noch weiter hier hoch. Wohin geht das denn? Wo wollt ihr mich hinführen? Ist hier sonst noch irgendwas? Da oben ist irgendwas. Wir gehen da jetzt mal eben hin. Ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind, dann kann man sich den Ausblick auch mal antun. Noch so wieder so ein Verbeugungsding. Also verbeugt habe ich mich jetzt. Vorsichtig. Ihr wollt doch nicht abrutschen. Träumt ihr oder seid ihr wach? Ihr könnt es nicht mehr unterscheiden. Zugegeben, es fällt mir schon etwas schwer. Geil auf jeden Fall, dass wir das mal gemacht haben. Ausblick ist natürlich auch hier in dem Spiel immer sehr cool. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Oh, was haben wir da? Ein Sakai-Banner. Okay. Ich dachte, man kann sich die einzelnen Banner jetzt noch angucken, aber die sehen logischerweise vermutlich alle sehr ähnlich aus. So, jetzt müssen wir irgendwie noch hier unten irgendwie hinkommen, ohne zu verrecken. Und es sieht nicht so aus, als könnten wir das. Das, muss ich sagen, regt mich auch schon wieder dezent auf.
Weil das nämlich bedeutet, dass wir wieder woanders hinrennen müssen. Das. Wieso macht man es einem so schwer? Warum? Vielleicht haben wir ja hier die Chance irgendwo. Das könnte nämlich eher klappen. Ey, ganz ehrlich, da kann ich doch lang gehen. Verarsch mich doch nicht. Jetzt werde ich aber langsam sauer, ohne Witz. Ja, was ist denn das für ein Müll hier? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass er hier nicht lang kann. Hier. Ich sehe den Boden locker easy da vorne. Und ich kann hier nicht lang gehen? What the dick? Das ist mega weird. Okay. Ja, und hier kommen wir natürlich auch nicht da. Ey, das ist doch ehrlich schäbig. Ganz ehrlich, das finde ich nicht okay. Das ist alles Käse. Weißt, ganz ehrlich, dann gehe ich lieber zum Leuchtturm und hole mein Pferd und reite jetzt nochmal komplett neu hin. Also das ist... Das kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Da muss man den Spieler da anders hinleiten. Das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Das müsste jetzt auf jeden Fall der offizielle Eingang sein. Und dann kommen wir da hoffentlich auch rein. Unsere erste Mission ist ja, die Gefangenen außerhalb des Forts zu befreien. Leute, ich muss die Mongolen ausschalten. Zeigt mir, was ihr könnt! Das machen wir jetzt auch mal eben schnell. Das war knapp. Aber doch noch geschafft. Das wirklich? Bin ich frei? Rede mit mir. Gehört ihr zu Funa? Ja, bevor der Adler uns gefangen hat. Was seid ihr? Eine Art Samurai? Ein Freund. Funa schickt mich, um euch zu befreien und vor Sakai zu erobern. Der Adler ist zwar weg, aber ihr Kommandant hat hier das Sagen. Kunbisch foltert Gefangene, bricht uns, bevor wir gezwungen werden, das Gift des Adlers zu trinken. Dann verlässt er das Fort nicht lebend. Geht. Meldet euch bei Funa. Ich kann kämpfen. Ich werde kämpfen. Bewaffnet euch und helft mir. Sehr schön. Also haben wir jetzt auch Mitstreiter. Gunbisch also. Der Kommandant des Adlers, der hier das Sagen hat. Wir müssen erstmal ein paar von diesen Schützen hier erledigen. Die
Die nerven nämlich dezent. Auch ziemlich viele. Ziemlich dumm auf jeden Fall. So, wo haben wir noch mehr? Da oben sehe ich keinen. Die beiden sind auch erledigt. Die schließen sich uns jetzt wahrscheinlich auch an. Das war ein guter Trick. Ich weiß. War es, sie von hinten zu ermorden? Euer Tod allen anderen gehen. Ihr konntet euren Vater nicht retten. Wieso glaubt ihr, ihr könntet sein Vorretten? Nicht hinhören. Weil das Vor größer ist? Verjagen wir die Mongolen von hier. Brecht die Käfige auf! Befreit sie alle! Wieder drei Stück töten. Da ist ja noch einer von diesen Schamanen. Den müssen wir auf jeden Fall erledigen. Komm her. Ich sehe wenig Hoffnung für euch, Mongolen. Schweine! Einen von diesen großen. Befreit die Männer! Wir brauchen Mitstreiter. Bewaffnet euch und helft mir. Sofort. Wir werden Gunbisch erledigen. Sind die alle schon weitergegangen? Erstmal ein bisschen Munition. Helft mir! Kämpft mit mir! Oh, die nehmen sich hier sogar Schilde und alles, geil. Noch ganz schön viele. Autsch. Oh ja, Controller ist schwach. Ich glaube, ich habe irgendwen tatsächlich getroffen. Haftbomben können wir noch benutzen. Ziemlich gut sogar. Der ist erledigt. Ja. Wir kämpfen noch gegen den. In der Zwischenzeit, in der die alle anderen beschäftigen, werden wir jetzt mal die restlichen befreien. Das können ja nicht mehr ganz so viel sein, oder? Ah, da ist noch einer. Der Mongole tanzt hier immer noch rum. Besiege die übrigen Mongolen. Ja, das ist doch nur noch er, oder nicht? Durch das Tor! Jagt sie hinaus! Und jetzt. Halten wir sie an! Vorwärts! Der Sturm. Ach, scheiße. Los, Leute! Kämpft für eure Freiheit! Keine Gnade! Erstmal die Bogenschützen erledigen.
Ganz so viele von unseren Leuten sind ja auch gar nicht mehr übrig. Ein paar sind schon gestorben gerade an diesen komischen Feuertöpfen. Weiter! Rache für die Gefallenen! Wir dürfen nicht versagen! Den da oben muss ich haben. Da oben ist noch einer. Da. Erledigt. Ja, nur noch zwei? Ah ne, da sind noch ein paar andere. Ich wollte gerade sagen, das kann ja jetzt nicht sein, dass wir nur noch zwei haben. Oh! Da ist ein Verstärkerer. Wie sieht's aus? Da sind weitere Mongolen hier vorne. Die sind jetzt gefühlt alle tot. Ah, da. Rücke durch die Tenshi-Tore vor. Befreie die Gefangenen außerhalb des Tenshi-Turms. Das Fort ist echt ganz schön groß. Oh nein. Wisst ihr noch, wie euer Vater hier hungernde Banditen zur Strafe an Bäume fesselte? Da ist kein großer Unterschied. Nicht jetzt. Der Adler wusste, dass ihr zurückkehrt, Samurai. Ihr habt ihren heiligen Trank erhalten. Ein Geschenk, das sie Kriegern und Prinzen anbietet, die würdig sind, ihre Schamanen zu werden. Das will sie? Mich zu ihrem Schaman machen? Eure Verwandlung hat schon begonnen. Ihr könnt die Gabe annehmen, ihr Schamane werden und lernen, im endlosen blauen Himmel zu fliegen. Oder ich vernichte euch im Namen des Adlers. Ihre Gabe ist ein Fluch. Ich unterwerfe mich hier nicht. Okay, das wird jetzt ein Kampf. Duell gegen Gunbisch. Coole Maske, der Typ. Ihr werdet hängen wie die Bauern. Gunbisch. Hat seinen Kampfstil verändert. Das Schild war verschwendet. Ich werde nie ihr Schamane sein. Krass. Der Typ wechselt ständig seinen Kampfstil. Das ist nicht schlecht. Autsch, das hat weh. Ihr werdet hängen wie die Bauern. Blöderweise habe ich jetzt schon nur noch sehr wenig Entschlossenheit.
Adler dienen können. Ich werde nie ihr Schamane sein. Okay. Och man! Okay, jetzt ändert er wieder sein. Ihr solltet mir Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Hat er jetzt ein Schwert nur noch? Hat er. Komm! Vergeudet das Adlers Geschenk! Ihr vergeudet die Luft, die wir atmen. Nein! Ich fass es nicht! Ich werde nie ihr Schamane sein. Ihr solltet mir Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Mann, was mache ich denn? Ständig die im falschen Timing gedrückt, die blöden Tasten. Mann, das gibt's doch nicht. Ich hasse sowas immer. Ihr werdet hängen. Es lief so gut einfach. Versaut man sich das selbst so dermaßen dämlich. Das Geschenk war verschwendet. Hätte dem Adler dienen können. Ich werde nie ihr Schamane sein. Solltet mir Dank zeigen. Ihr habt nichts als den Tod verdient. Die Luft, die wir atmen. Geht doch. Feigling. Tötet sie alle. Holt euch ihre Köpfe. Wirklich. Feigling. Einfach ein Feigling. Schwarzpulverbombe. Warte mal. Schwarzpulverbombe, Böller, Windglocke, Schwarzpulverbombe.
Fisch gehört mir. Befreit ihr die Gefangenen. Wo ist Kuhnbisch? Er ist hier lang gelaufen, okay. Hä? Ach, da oben. Dann ist der hier reingerannt. Du! Halt! Ihr vergeudet das Adlersgeschenk. Oh! Komm her, du Feigling. Visionen werden schlimmer werden, treiben euch in den Wahnsinn. Hättet ihr die Gabe des Adlers nur angenommen. Da brennt das Zelt der Mongolen. Blitze inmitten des Sturms. Vor Sakai gehört wieder uns. Das ist jetzt unsere Basis, die Basis der Plünderer. Wahrscheinlich ist Fune jetzt auch hier hingezogen, könnte ich mir vorstellen. Deine Legende wächst. Vermächtnistilger. Ich meine nicht, dass ich die Skillpunkte noch irgendwie gebrauchen könnte. Kuhnbisch tötete einige meiner besten Freunde. Endlich hat der Feigling bekommen, was er verdient. Auch wenn dazu ein Samurai nötig war. Verdoppelt den Effekt von niederen Talisman, wenn kein anderer niederer Talisman derselben Kategorie ausgerüstet ist, okay? Plünderer Hauptmann Stirnband. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Aber der Adler wusste, dass ich herkomme. Deshalb ließ sie vor Sakai schutzlos. Damit ich anbeiße und Kuhnbisch mir ihre Nachricht überbringen kann. Jetzt ist der Dreckskerl tot und sie hat das Fort verloren. Dank euch können wir endlich zurückschlagen. Sammelt alle, die kämpfen können, und geht zu Fune. Der Rest kann hier unterkommen. Mit ein paar Reparaturen hält vor Sakai dem Mongolen statt. Ein guter Plan. Einen Moment noch. Nehmt diese Satteltaschen. Ein Samurai kann die sicher gut gebrauchen. Das kann ich. Vielen Dank. Gute okay. Reise. Wir sehen uns in Funes Zuflucht wieder. Was bringen mir diese Satteltaschen jetzt genau? Satteltaschen verdoppeln die Munitionsmenge, die du aufnehmen kannst. Zusätzliche Munition landet in deinen Satteltaschen und füllt dein Inventar auf, wenn du auf dein Pferd steigst. Okay, das ist Neues. Stammesschrecken. Eine Fratze der Angst und des Schreckens auf Iki, die sich jetzt gegen jene wendet, die sie brachten. Nice. Massaker im Dorf Kidafure wurde in den Aufzeichnungen übernommen. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Massaker im Dorf Kidafure. Ich habe den Plünderern zu einem Erfolg auf See verholfen und Forster Kai zurückerobert. Naja, jetzt müssen wir halt gucken, wo ist sie hingegangen und was hat sie vor. Also der Adler. Hier haben wir außerdem noch einen unentdeckten Ort. Das werden wir uns aber erst beim nächsten Mal angucken. Wenn es wieder heißt... Ach, Kämpfe gegen Kuhnbisch können wir erneut machen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.